Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Blockhaus von Blockmonster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blockhaus von Blockmonster, das Ganze im September 2014 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Album von Blockmonster hier in schwarz gehalten. Wir haben hier einmal den Schriftzug Blockhaus in gelb und weiß. Dann hinter der schwarzen Sturmhaube das Gesicht, zumindest die Augenpartie von Blockmonster zu sehen mit den stechend blauen Augen. Über Hirntod Records erschienen, reguläres Jewelcase, seitlich hier der Albumtitel und auf der Rückseite die Tracklist. 19 Tracks an der Zahl. Features mit dabei von MC Boogie, 490, Friedhof Chiller, Tony der Asi, Tamash, Echo Fresh, Raf Camora, Kool Savas, Space Ghost, Perp, Young Simi, Vero One und Greco. Und auch wenn es hier nicht angeführt ist, Track 19, Blockhaus Allstars. Das ist einer der heftigsten Deutschrap-Tracks, was so Features betrifft. Also ich habe es mal kurz nochmal rausgesucht, wie viele Features da eigentlich drauf sind. Also mit dabei, um das jetzt mal alphabetisch abzuhandeln, Alias, Automatik, Babasat, Bastard, Belash, B-Tight, Cupcakes, Crystal F, Da Pharao, DCVDNS, Greco, Herzog, Isa, Yasha, Jason, Contra K, Liquid Walker, Money Mark, MC Boogie, OGP, Pervers, Prinz P, Rako, Schlafwandler, Schmaler Schatten, Schwarz, Serg, Sick, Sinan G, Skinny L, Smokey, Space Ghost Perp, Tamash, Tony der Asi, Uzi, Verpeilers, Vero One und Vokalmatador. Also, das ist mal eine Feature-Liste für einen Track, die sich sehen lassen kann. Dann haben wir noch Infos und Barcode. Dann schauen wir mal rein. Zuerst ins Booklet. Und ich glaube auch im Booklet wurden die nicht angegeben, die Features vom Blockhaus All-Star Track. So, wir schauen mal. Einmal hier, dann die ersten 10 Tracks. Na, Doppelseite hier, Blockhaus. Und dann haben wir, ja, wie befürchtet oder wie angekündigt, Track 19 ohne Feature-Angaben. Hier dann noch Internetseiten und der Disclaimer. Gut, wir packen das Booklet wieder rein und kommen zur Album-CD. Die kommt hier auch wieder in der Cover-Optik. So sieht's aus. Und dahinter das Artwork, der Schriftzug Blockhaus. Das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.